Ja, Leute, ganz ohne Intro, aber ich heiße euch trotzdem herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Agathut, beim kleinen Spätzle mit Soße. Ja, worum geht's? Wann fängt es endlich an? Wann startet er endlich? Und ich will euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Ich musste das nur sehr, sehr lange, ich will nicht sagen zurückhalten, aber ich wusste es bis eben selber nicht, wann ich eigentlich morgen mit euch streamen kann und wann ich vor allen Dingen den Clan-Krieg, beziehungsweise nicht den Clan-Krieg, sondern den Event-Clan voll machen kann. Also es ist ein Event-Clan. Einige haben das, glaube ich, nicht richtig verstanden und wollen ja in dem Clan bleiben. Ich meine, ihr könnt bleiben, ihr werdet dann aber sehr einsam sein, denn die meisten werden diesen Event-Clan wieder verlassen. Also, ihr seht das hier unten, glaube ich, hoffe ich mal so, ja, da so. Um 16.30 Uhr fange ich ungefähr an zu streamen und um 17 Uhr, denke ich mal, können wir den Clan dann aufmachen. Dann werden sich sicherlich einige Zuschauer getummelt haben, die sich vielleicht die Tag aufgeschrieben haben. Denn es ist der Clan. Ich blende ihn euch nochmal ein. Ah, nee, er ist in meinen Bookmarks. Ich blende ihn euch nochmal ein. Es ist der Clan Herausforderer. Also die Tag RVV. Ich pinne euch das aber auch noch in die Beschreibung rein. 2CUV8. Der wird es also sein. Die beiden fliegen hier raus. Der Toto geht hier mit euch rein. Also mit diesem Account komme ich rein. Und wer eigentlich gedacht hat, ich mache immer so schlechte Angriffe wie in dem Video von gestern, der sei eines Besseren belehrt. Also dann nimmt mich ja kein Mensch auf, habe ich gedacht. Und deswegen muss ich euch wenigstens mal zwei nette Angriffe von mir nebenher kurz zeigen. Also Rathaus 10 auf Rathaus 10. Ich habe das gestern schon vernommen. Vielen lieben Dank auch die ganze Woche für die echt tollen Kommentare von euch. Die super Diskussion, das kleine Rumgefläze wegen eines Intros, Leute. Ja, es ist doch nur ein Intro. Und ihr seht ja, so eine Folge geht auch ohne Intro und Outro. Outro wird es nämlich heute auch nicht geben. Ich halte das mal relativ kurz heute für euch. Soll ja auch nur die Information sein. Aber es hat sich wirklich jetzt kurzfristig ergeben, wie und wann ich das Ganze eigentlich zeitlich über die Bühne bringe. Denn Raum und Zeit müssen auch bei mir immer passen. Und ich habe lange mit mir gehadert, eher machen, später machen. Aber ich glaube, ich habe jetzt die passende Zeit gefunden. Also 16.30 Uhr fangen die Streams an auf Twitch TV und auf YouTube. Also ich werde heute im Laufe des Spätnachmittags beides schedulen, also planen, sodass ihr das auch hoffentlich in der YouTube-Glocke habt. Und ich weiß nicht, wie das bei Twitch dann funktioniert, aber es gibt ja auch Zuschauer, die gucken meine Tagesvideos eigentlich eher bei YouTube. Und da es natürlich die Tagesvideos nicht bei Twitch gibt, aber sie lieber die Twitch-Stream schauen, werde ich das Ganze auch da reinschedulen. Das heißt also auch vorplanen. Ich denke ganz, ganz sicher dran, dass ich das machen werde. Ich hoffe, dass, wie gesagt, alle Glocken gehen. Und ihr seht das hier also, ich kriege auch einen Golaloon hin. Ich habe es ja auch gesagt in der Folge, wo ich so richtig bitter gefarmt habe. Am PC ist das ein ganz anderes Geklicke als hier in so einem CK. Und ihr habt es auch gesehen, ich habe die Karre mal mitgenommen. Also ich glaube, der ist mir mal ganz gut gelungen hier mit dem Golaloon. Und auf diese, ja, bis auf einige Verteidigungen, glaube ich, Maxout RH10er Base. Und meine Loons teilen sich glücklicherweise noch, denn es müssen ja noch ein paar hier zum Rathaus fliegen. Aber ich glaube, das ist auch eine ganze Masse. Also, obwohl einige gesagt haben, boah, Toto war der knapp. Nee, der war nicht knapp. Hier sind ja noch über 100 Ballons offen. Und von daher war das, glaube ich, der Angriff war in Ordnung. Das war jetzt 8 auf 9. Also gar nicht mal so weit weg. Und 9 auf 9 bzw. 8 auf 8 habe ich auch noch für euch. Also zweimal eine Bewerbung geschrieben hier. So will ich das ja mal fast mal nennen. Sonst nimmt mich ja kein Clan mit dem Avatar hier. Wenn die meine Farmfolge sehen, dann sagen die besser, bleib mal besser zu Hause. Ja, wie du farmst, genauso wird, dann werden wahrscheinlich deine CK-Angriffe sein. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Aber echt toll, was ihr mir die letzten Tage und Nächte so geschrieben habt. Und ihr habt ja auch gesehen, ich hoffe, ich habe fleißig mitdiskutiert. Ich habe wirklich alle Kommentare gelesen und sie waren alle wirklich krass. Und es sind ja auch echt viele gewesen. Ich habe es schon mal gesagt, liegt natürlich daran, ich habe ein bisschen Urlaub oder ich habe jetzt noch Urlaub. Und deswegen konnte ich mal noch so ein bisschen mehr in das Geschehen reingehen mit euch. Macht mir ja auch Spaß. Einige werden sich sicherlich denken, Herr Toto, warum diskutierst du eigentlich mit rum? Ja klar, warum eigentlich nicht? Ich rege euch ja an zu diskutieren und da muss ich natürlich auch ein bisschen mitdiskutieren. Denn nur irgendeine Frage in den Raum stellen und dann zu sagen, mal gucken, was sie alle so schreiben, das ist auch doof. Deswegen habe ich natürlich auf den einen oder anderen Kommentar auch mal gerne geantwortet. Also wirklich tolles Ding hier. Und auch hier mit dem Golaloon, ihr seht das, habt die Loons bzw. die
Lava-Hunde jetzt richtig weit fliegen lassen, damit die richtig viel von der Defense hier auf sich ziehen. Allerdings, ihr seht das jetzt hier unten auch, der Gegner hatte vermehrt auf ganz, ganz vielen Bases, muss man sagen, die X-Bogen auf Boden. Vor allen Dingen im Rathaus 10er Bereich war es so, im 9er war es, glaube ich, auch so. Sehr, sehr häufig wurde man schon fast dazu genötigt, irgendwas mit Luft zu machen. Denn wenn drei X-Bogen auf vier auf Boden stehen und du ein relativ oder ein halbwegs guter Luftangreifer bist, dann wird das hier auch was. Ich denke mal, als Information bzw. als Info, dass ich ja doch angreifen kann, soll das hier reichen. Und das war es auch schon von dieser kurzen und kleinen Folge. Also, wenn euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie kurz und klein war, kein Intro hat, kein Outro hat, es hat natürlich ein kleines Outro. Also, ihr könnt meine Folgen bzw. den Livestream, den wir mal gemacht haben, aus dem Community Clan, ist schon sehr, sehr lange her, könnt ihr da oben, ich glaube, da oben ist es, könnt ihr euch den nochmal anschauen. Hier einfach nochmal mein aktuelles Video und. Oder guckt einfach in meine Playlist rein, dann seht ihr, was ich alles noch, was ich schon so gerissen und geleistet habe. Ich hoffe, das gefällt euch ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und für dieses absolut werbefreie Video wünsche ich mir auch ein Hashtag Ehrenmann in die Kommentare. Ich freue mich. Bis morgen, euer Toto. Flasht.